Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf Riedmarsch. Wir sind noch aktuell im späten Herbst, Ende Herbst. Wir werden jetzt in ganzen Fahrzeugen zum Hof zurückfahren, den Rest Flügearbeiten beenden. Dann schauen wir noch, ob wir noch Missionen machen können. Brauchen wir nicht ausklappen. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Schon blockiert. Doch, kommen wir hoch. Da steht ein Fahrzeug. So woanders bestimmt. Macht nichts. Wir fahren nochmal hoch. Wir fahren weg zum Hof. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich habe überlegt, wir werden erstmal keine Felder überflügen. Und wir werden abwarten, ob das noch reif wird. Was ich persönlich nicht glaube. Ist noch nicht mal tragisch. Aussehen können wir auch sind im Frühjahr. Aber laut Plan wahrscheinlich zum Frühjahr ein Neustart erfordern auf der Vierfach. In dem Sinne ist das im Grunde alles hinfällig. Die Aussaat und so. Dass wir, sag ich mal, stehen. Erstmal. Ja, und dann Tiere versorgen noch. Bisschen aufräumen, schauen, wo wir was machen können, irgendwo düngen oder so, bisschen Geld verdienen nebenbei. Ansonsten haben wir weiterhin keinen Stress. Oh, die Musik fehlt, die Musik fehlt. So, war das irgendwo leise hier? Ändern wir gleich. Kurz Augenblick warten. Ja, was sagst du? Gut, Stammbild. Vorführeffekt, ne? Da geht nichts. Für ein paar Sekunden, denke ich mal, los. Na, Absturz. Nick. So, zurück. Naja. Das wird schwer. Gut, den stellen wir mal weg. Denken wir, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Ein paar Dünger. Werden wir gleich mal sehen. Hey, wir müssen ins Menü rein. Heißt, das war das irgendwie schwierig heute. Kühe steht auch, wie angewurzelt. So viel Motz drauf sicherlich. So, gibt's auch gar nicht heute.
Na, heute mag er mir nicht. Muss ich mal bestimmt mal irgendwann beigehen und was rausschmeißen, den man nicht braucht. Ah, hier ist das wieder. Feld 7 düngen. Feld 6 düngen. Feld 5 düngen. Düngen, düngen. Ballenpresse machen wir nicht. Da haben wir Pech. Also Feld 7, 6 und 5, das passt. Gut, jetzt klappt das wenigstens. Feld 6 und 7. Ah ja. Beginnen wir bei der 5. Ja, Mitte Herbst oder später Herbst. Weiß ich, ob die restliche Erde noch reif wird. Ich glaube eher nicht dran. Den ganz starken Verdacht, dass durch das Schlafen gehen mir einige Tage geraubt wurden, in Anführungszeichen. Kann es nicht belegen, weil irgendwie, ja, ist halt so, ne? Weil KI-Bauer sind mir auch nicht so weit. Denn sonst würde ich sagen, das lag nicht an mir, sondern am System, aber KI-Bauer ist genauso weit. Ich habe hier zwar hier Hafer ausgesät. Ja, und letzte Information ist so, dass halt zu 90% zur nächsten Aufnahme, also jetzt haben wir fast Oktober. Nee, nächstes noch nicht, also ist noch so weit. Also Winter werden wir schon noch haben. Winter werden wir ein paar Tage noch spielen. Oh. Das war eben haarscharf. Links ist Feld 4. Irgendwo ist Feld 5. Muss da oben sein. Nö. Leg jetzt mal Schucke. Könnte Feld 5 sein, ne? Links. Ja. Ja, ich staune ja auch, dass der KI-Bauer im Prinzip die, ja, Stufe 1 hat oder so, ne? So, Düngemodus. Aber ist halt so, das 5, 4 und 6 machen wir jetzt fertig. Mit Düngen. Und dann wir nebenbei den zurückfahren zum Hof. Normalerweise ist das ja komplett auf komplett noch fertig arbeiten, den Rest, aber ich sage mal, wir werden das im Frühjahr nicht mehr einsehen oder beziehungsweise im Sommer nicht mehr ernten. Dann reicht das so, hätten wir Gras lassen können. Aber es ist halb so wild, wir fahren immer zurück, machen immer schön sauber und die werden schön reparieren. Machen wir gerade aus. Kratzt mir den Hals. Auf jeden Fall werden wir noch Silage verarbeiten, das ist ganz wichtig. Da haben wir noch einen Schwung zu liegen. Beiden BGHs. Ist noch nicht so weit, die brauchen noch 8 Stunden, so lange werden wir auch warten.
Tacken brauchen wir nicht. So schön. Gewicht ist nicht drauf. Kommt mal waschen. Ist ja so schmutzig. Und der Lack geht ab, ne? Ja, gut. Also ich werde mir das Geld rüberholen. Die Fahrzeuge werde ich mir alle aufschreiben. Und dann werde ich alles entsprechend wieder so herrichten, dass wir sagen können, so haben wir aufgehört, so fangen wir wieder an. Natürlich. Wenn wir keine Felder bestellt haben, das ist leider so. Weil wenn Season nämlich neu startet, sind die Felder alle praktisch abgeerntet oder brach. Dann fangen wir halt mit der Aussaat an. Wir haben ja einige Grasfelder, denk mal, die Grasfelder, die sind da so eigentlich auch im Original drin und Grasfelder an sich. Kann man ja gleich am zweiten Tag mähen. Und die anderen werden wir halt bestellen. Gibt's gerade, wir haben gerade repariert. Schon wieder Schaden, 0,01, 0,1. Geht ja auch nicht. War hier irgendwo Parkfunktion bei Dings? Mit rechter Maustaste auf Button festlegen. Oh. Das ist eine Sache für sich, da muss ich mich noch beschäftigen. Aber in der Vielfalt-Map ist jedenfalls die Hallen nicht mehr da. Das darf man sich dann alleine aufstellen. Sind auch wiederum Kosten, ne? Die man so nicht vorhatte. So. Den Traktor stellen wir mal in die andere Halle. Dünger ist noch bei. Sagen, irgendwo war einer gewesen so, wo ist jetzt Feld 9? Schau mal, Feld Nummer 7 oder so was gewesen. 5, 6, 7. Also alle noch nicht recht gewachsen. Aber gut. Sieht man so. Das ist also im hellen Grün startet, da wird nie was. Müsste dann höchstens, ach deswegen haben wir kalt gemacht. Ja okay, das ist ein Problem. Müsste zumindest dunkelgrün sein, also so wie da. Aber das ist wie am Herbst. Man soll ja im Frühling reif werden, geht doch gar nicht. ist halt so.
Also wenn ich jetzt wüsste, es kommt keine Vierfach, dann würde ich sagen, okay, wir flügen alles unter und machen komplett alles neu. So. Da auf der eine schon einer dabei, die 5 glaube ich, dann gehen wir auf die 7. Dann kann ja nicht schaden. Oder hat gleich vorne rechts oder wir sind gleich weiter. Das ist glaube ich egal. Hier auf die 6 rauf. So. Einstellung. Das wäre so ein schönes Geteil geworden hier. Jo. Das gehört mir sowieso nicht, aber das ist auch nicht reif. So, gut. Wo haben wir noch Fahrzeuge stehen? Holz haben wir keins mehr gehabt, glaube ich. Tatmu. Hier mal die Kühe mit Wasser geben. So. Wasser für die Weile. Das löppt uns zwar da hinten, aber hier geht's auch voll. Gut, jetzt können wir schauen. Wir könnten ja den Mist in die BGH bringen. Achso, im Gas geben, so geht nichts. Lauf und Gas geben geht nicht. Hänger haben wir da. Die Fräse ist nun auf dem. Bei der BGH. Brauchen nur. Traktor. Hänger war auf der BGH auch. Der gelbe. Den wollte ich immer schon mal holen. Dann holen den VW den Mist zur BGH. Können wir ja gut verwerten da. So, liebe Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao.